Partner besteht mit Bravour und alle sind glücklich darüber. Doch bevor es ins offene Meer geht, muss Ilona noch Theoriestunden nehmen. Der Camel Dive Club ist die einzige Tauchbasis, die behindertengerecht ausgestattet ist. Auch die Boote sind für Schwerbehinderte wie Ilona leicht zugänglich. Am nächsten Morgen ist es dann soweit. Das erste Mal Tauchen im offenen Meer steht bevor. Was erwartet Ilona? Da sind ja wahrscheinlich ein paar mehr Fische als im Swimmingpool. Tja, und bin gespannt auf die richtige Unterwasserwelt, auf die Freiheit da unten. Für alle Begleiter ist es harte Arbeit, bis Ilona abtauchen kann. Jede Vorbereitung dauert rund eine Stunde. Mindestens 4 Männer müssen mithelfen, mindestens 2 mit abtauchen. Denn Ilona muss dauernd überwacht werden. Auch gesunde deutsche Urlauber beobachten Ilona. Das ist ein irrsinniger Aufwand, weil sie kaum irgendwas alleine machen kann. Es wird ja alles für sie gemacht. Man hilft den Leuten, das Equipment irgendwie festzuhalten oder um sie rumzuschaffen, sodass sie das Gefühl, unter Wasser zu sein, mal haben können. Das hat wenig mit Tauchen zu tun. Also ich glaube, es ist ein toller Sport und jeder, der es möchte, sollte auch tauchen können. Es macht überhaupt nichts aus, ob ein Mensch behindert ist, ob er Frau oder Mann ist oder wie alt er ist oder auch wie fit. Jeder sollte das Gefühl erleben können. Es ist einfach großartig. Und dann geht ein Traum in Erfüllung. Ilona taucht ab in die Tiefe des Ozeans. Zum ersten Mal fühlt sie sich frei und gesund, vergisst für wenige Minuten ihre schwere Behinderung. Das Unglaubliche geschieht. Im Wasser entspannen die Muskeln und Ilona kann zum ersten Mal in ihrem Leben ihren Arm bewegen. Für sie und ihre Begleiter ein unvergessliches Erlebnis. Es ist unbeschreiblich. Das Gefühl, einfach so vom Wasser getragen zu werden. Die Kräfte, die ganz anders einwirken als über Wasser. Also insgesamt kann ich mich auf jeden Fall mehr bewegen. Dann der Höhepunkt des Tauchausflugs. Ein Delfin schwimmt direkt zur Gruppe. Auch er ist behindert, er ist blind. Ob er sich deswegen so zu Ilona hingezogen fühlt? Kaum ist er in ihrer Nähe, tanzt er regelrecht um sie herum, dreht sich auf den Rücken und lässt sich streicheln. Ein Tag, den Ilona nie vergessen wird. Dafür, dass ich es jetzt erst eine Woche mache, ist es doch schon gut gegangen, ne? Das ist super. Hat super geklappt alles bis jetzt. Dafür, dass es keiner geglaubt hat?